So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, nunmehr Platz zu nehmen und darf eröffnen die 43. Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Unschwer erkennen lässt sich, dass wir beschlussfähig sind. Ich stelle die Beschlussfähigkeit insoweit auch ganz förmlich fest. Es widerspricht auch niemand. Wir haben eine Tagesordnung von insgesamt 6 Tagesordnungspunkten, die Ihnen vorliegt. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Tagesordnung eingegangen, und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das ist die Drucksache 20-2984 zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften. Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Okay, alles in Ordnung. Weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, Drucksache 20-2971, zu Drucksache 20-2847, zu Drucksache 20-2791. Der Änderungsantrag wird, wenn Sie dem nicht widersprechen, was offensichtlich nicht der Fall ist, zusammen mit Top 5, das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs, zu diesem Thema aufgerufen. Können wir die Tagesordnung so genehmigen? Das ist offensichtlich der Fall. Niemand widerspricht. Alle sind einverstanden. Wie gesagt, wir tagen bis zur Erledigung der Tagesordnung. Wir beginnen im Anschluss an die amtliche Mitteilung mit Top 6. Das ist der Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituationen aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Hier Beschluss nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes. Und zusammen mit diesem Top werden 3 erste Lesungen zu Gesetzentwürfen der Landesregierung aufgerufen. Das sind der Top 2, das ist das Gesetz über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern. Das ist der Top 1, das ist das zweite Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020. Sowie der Top 3, das ist das Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket und zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen. Wir haben verabredet, dass es eine Gesamtredezeit pro Fraktion gibt von 30 Minuten. Ich möchte schon jetzt, nicht, dass es heute Abend in Vergessenheit gerät, auf 2 Ausschusssitzungen hinweisen, die im Anschluss an die Plenarsitzung stattfinden werden. Im Raum 501a tagt heute Abend der Rechtspolitische Ausschuss, und im Plenarsaal kommt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss zusammen, der 45 Minuten nach dem Ende der Plenarsitzung beginnt. Heute fehlen entschuldigt ganztägig der Abg. Rolf Kahnt, AfD, der Abg. Dr. Dr. Rainer Rahn, AfD. Ich gehe davon aus, die Kollegin Lena Arnold für die CDU. Herr Staatsminister Wintermeyer von 14 bis 16 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann müssen ja auch alle da sein. Ich darf jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 6, 2, 1 und 3. Wir haben es zwar noch nicht vereinbart, aber ich gehe mal davon aus, dass wir es so machen. Die Regierung bringt ein den Gesetzentwurf, dann spricht die SPD, dann die GRÜNEN, dann die AfD, dann die FDP, dann die LINKE und dann die CDU. Wenn alle einverstanden sind, dann machen wir das so.